tierischer Besuch im Franz-Krämer-Stadion beim ersten FC Köln. Der Hennes der Neunte, Geißbock-Maskottchen, zu Besuch. Das erste Mal bei den Frauen, wenn sie gegen die Eintracht Frankfurt antreten müssen, die natürlich heute die drei Punkte holen wollen, um den Anschluss an Hoffenheim und den Champions-League-Platz nicht zu verlieren. Und sie starteten auch direkt mit Power und Motivation und Kampfgeist. Nach dieser Ecke hier Laura Freigang mit dem Lattenschuss in der dritten Minute zeigt gleich mal, dass Frankfurt hier ist mit dem Kopf am Platz und diesen Sieg holen will. Kurze Zeit später, drei Minuten später, Freistoß, wieder gefährlich für Köln. Lara Praschnika schön flach ins Eck und Manon Klett bekommt den da gerade noch und rettet ihre Mannschaft in den Anfangsminuten. Recht oft auch hier wieder Chance von Laura Freigang in der achten Minute. Hier wieder Manon Klett, ihre Mannschaft davor gerettet, früh in den Rückstand zu geraten. Köln auf der anderen Seite hat am Anfang nicht so viel gezeigt, aber trotzdem gut dagegen gehalten. Chancen waren noch nicht so richtig welche da. Jetzt hier die erste Mal Veronika Zawistowska und der ist drin. Erste Chance und direkt ein Tor gemacht und ein wunderschöner Schuss. Der war lange in der Luft, der war angeschnitten, der war nicht mehr zu halten für Merle Frohms, die Nationaltorhüterin. Und damit bringt Veronika Zawistowska ihre Mannschaft überraschend in Führung in der 17. Minute. Etwas später Nicola Njomi will die Antwort geben und die, da ist die Antwort. In der 33. Minute nach einer Vorlage von Laura Freigang. Nicola Njomi macht hier den Ausgleich und bringt ihre Mannschaft wieder zurück ins Spiel. Zweites Saisontor von ihr, von der 22-Jährigen. Und das war einfach gut gespielt. Da hatte die Kölner Abwehr keine Chance. Etwas später in der 39. Minute. Laura Freigang mit der Hereingabe und da ist Lara Praschnika mit dem 2:1. Und der Führung für die Eintracht Frankfurt. Schön gepasst, schön gesehen. Auch hier wieder kaum Chancen für die Kölner Abwehr. Einfach sehr schön rausgespielt. Und damit ging es dann in die Halbzeitpause. Und sie kamen mit Frische zurück. Frankfurt auf Lara Praschnika mal wieder. Diesmal konnte sie ihn nicht reinmachen, weil Manon Klett auch noch zur Stelle war, die im ganzen Spiel über viel rausgeholt hat. Martina Voss-Tecklenburg war auch da und hat sich die Frankfurterinnen vor allem angeschaut, denn sechs Nationalspielerinnen sind in den nächsten zwei Wochen beim Arnold Clark Cup im Länderspiel dabei. Nächster Versuch in der 62. Minute von Barbara Dunst, die auch viel geackert hat und viel gezeigt hat. Generell in der Zwischenphase der Halbzeit weniger gezeigt, aber am Ende blieb es dann bei einem 2:1. Ich bin sehr glücklich. Also es waren wirklich wichtige drei Punkte. Letzte Woche konnten wir drei Punkte leider nicht mitnehmen. Und diese Woche wollten wir es unbedingt besser machen und haben auch gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Und das war wichtig, dass wir jetzt drei Punkte mitnehmen konnten und jetzt in die Pause gehen. Erstens, weil es Frankfurt gut gemacht hat und die Räume, die wir angeboten haben, ja, einfach auch gut genutzt haben. Damit, ich denke, mit Laura Freigang, Njomi, ja, Praschnika, da auch enorme Qualität besitzen. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass du ab und zu mal was zulässt. Aber ich glaube, heute waren wir nicht so richtig im Spiel. Nicht so richtig im Spiel. Dafür freuen sich die Frankfurterinnen, können beruhigt in die Länderspielpause gehen und Köln hat Zeit, sich auszukurieren. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.